Wir machen heute Vater-Sohn-Tag. Gehen wir Autos fahren? Ja, ne? Wir machen heute Vater-Sohn-Tag und gehen Autos shoppen. Ein großes Auto möchtest du fahren? Okay, dann lass uns zum großen Auto gehen. Let's go! Viel Spaß. Ich chill ein bisschen und geh zum Friseur. Chill mal schön. Sind jetzt am Bahnhof. Louis drückt hier die Knöpfe im Fahrstuhl und machen uns dann jetzt auf den Weg nach Dainichi. Da gibt es nämlich in der Shopping Mall so ein kleines Indoor-Spielplatz-Event. Und da möchte ich mit Louis heute hin. Wir waren schon einmal da und er fand das so gut, dass ich gesagt habe, jo, wenn Mario beim Friseur ist, gehen wir da einfach nochmal hin. Aber jetzt müssen wir erstmal Bahn fahren. Das hier sind im Übrigen die Plätze in der Bahn, die für Leute sind, die Probleme haben beim Gehen gesundheitlich, aber auch für Kinder oder Schwangere. Und die waren jetzt gerade frei, deswegen sitzen wir auch hier. Aber die sind farblich nochmal anders markiert als die anderen. Ihr seht, die anderen sind rot und das ist immer ganz praktisch. Wir sind jetzt auch angekommen an der Shopping Mall, Leute. Das Praktische ist, der Bahnhof ist direkt unterirdisch mit der verbunden, sodass man bei Regentagen wie heute gar nicht raus muss. Das ist super praktisch. Und jetzt gehen wir rein zum Indoor-Spielplatz-Event. Das hier ist jetzt dieses Spiel-Event. Also das ist so ein Event-Space hier. Und die haben jetzt für 1-2 Monate, glaube ich, diesen Indoor-Spielplatz hier mit so ein paar Hüpfburgen, eben diesen vielen Autos. Und Louis findet hier diese Fahrgeräte einfach super. Ne, gibt es auch selten, also habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Beziehungsweise ist das der erste Ort, wo jetzt ganz viele sind und wo es auch nicht so voll ist, weil die meisten Leute irgendwie oder die meisten Kinder bei den Hüpfburgen sind. Und Louis probiert dann hier die ganzen Autos immer aus. Ja, und da sind wir jetzt, weiß nicht, 1,5, 2 Stunden ungefähr und dann machen wir uns auf den Weg zum Mittagessen. Aber erstmal muss der Louis ein bisschen spielen, würde ich sagen. Und ne, es gibt auch ein paar Stühle hier für die Eltern. Das heißt, wenn der Louis da rumfährt, kann man auch mal sitzen und dann kann man wieder hingehen und so. Also es ist wirklich sehr, sehr entspannt, weil es eben auch nicht so voll ist und die Kinder auch alleine einfach mal ein bisschen rumlaufen können und das ist ziemlich gut. Mussten gerade Windel wechseln, Leute. So sieht das auf der Herrentoilette aus. Gibt sogar einen Mülleimer für die Windeln und ja, hier gibt es auch so kleine Tüten, in die man die tun kann, damit es nicht so stinkt, wenn man ein großes Geschäft vollrichtet. Also ihr seht, auch eine ganz gute Ausstattung hier auf der Herrentoilette kann man als Vater dann gut machen. Und ein kleines Waschbecken gibt es sogar auch, ne? Louis, da musst du von unten, musst du gegen machen. Dann kommt das. Ja, da. Und jetzt, patik, da. Das ist Seife, ne? Und jetzt Hände waschen. Das Ganze kostet im Übrigen 500 Yen und man kann den ganzen Tag hier hinkommen. Die haben nur eine Stunde von 2 bis 3 Uhr zu für eben die Frau, die an der Rezeption sitzt, damit die auch mal Mittagspause machen kann, weil es nur eine Person hier, die das Ganze managt. Ansonsten kann man so oft rein und wieder raus, wie man möchte und halt 500 Yen pro Kind. Also die Eltern bezahlen auch nichts. Und das ist ziemlich gut, denn es gibt auch viele solche Spieleinrichtungen, wo die Eltern auch was zahlen müssen. Also ziemlich gut, sodass wir gleich auch gucken werden, dass wir Mittagessen gehen, während die zu haben, noch ein paar Einkäufe machen und dann um 3 Uhr, wenn die aufmachen, wieder herkommen, noch irgendwie eine Stunde spielen oder so und dann nach Hause fahren. Louis spielt auch fleißig die ganze Zeit mit den Autos hier rum. Ist einfach schön, Mann. Also Vater ist natürlich eine ganz andere Welt irgendwie als das, was man vorher gemacht hat. Aber es ist wirklich eine schöne Welt. Und es macht mir immer wieder Spaß, mit Louis auch auf den Spielplatz zu gehen oder solche Geschichten hier. Er ist wirklich eine tolle Sache.
Wir sind jetzt im Restaurant, Leute, in einem Udon-Geschäft. Louis hat kein Udon bestellt. Ich habe ihn sehr oft gefragt, ob er nicht Udon haben will, aber er meinte, nein, er möchte das andere Kids-Menü haben. Das habe ich für ihn natürlich bestellt. Da warten wir jetzt drauf. Da sind wir mal gespannt, wie das ist. Auto. Ja, das kleine Auto, ne? Louis ist der Beste. Bei seinem Kids-Menü ist ein Spielzeug dabei. Und er hat das schon geblickt gehabt und hat den Ort gesehen, wo die Spielzeuge versteckt sind. Und schreit erstmal durch den Laden, ich will mein Auto, ich will mein Auto. Der Junge ist einfach der Beste, Mann. Louis, wolltest du das Auto haben? Das Auto. Ja, bist du zufrieden damit? Was ist das für ein Auto? Ja, das ist ein Auto, ne? Ja. Das ist ein Tagindo. Das gab's hier nicht, ne? Nee, den gab es dann nicht. Ich habe gesehen, dass es den nicht gab. Ist das Papas Auto? Soll Papa so ein Auto kaufen? Das hier ist jetzt Louis Kids Menü. Er wollte das unbedingt haben, obwohl wir im Udon-Laden sind. Ich habe ihm Udon empfohlen. Und? Schmeckt gut, Louis? Ist lecker? Ja, er haut schon ordentlich rein. Er hat Hunger. Ich meine, nach dem ganzen Spielen, wir waren jetzt anderthalb Stunden spielen, da hat man natürlich Hunger. Meins kommt auch gleich. Das hier ist jetzt mein Essen. Ich habe hier so einen guten Katsudon bestellt, beziehungsweise ist das so Tonkatsu mit Ei in so einem heißen Gefäß. Dann gibt es hier noch Reis, ein kleiner Udon dazu und ein wenig Tofu natürlich auch. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Irgendwie Ei, irgendwas Gemischtes. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Louis ist auch ordentlich dabei. Schaut euch das an, Leute. Der kann schon alleine trinken, Mann. Er ist einfach der Wahnsinn. 2,5 Jahre, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Ist einfach der Wahnsinn, Mann. Kinder entwickeln sich so schnell. Itadakimasu. Leute, ich sag euch, der hat gegessen wie ein Monster. Der hat dieses ganze Kids-Menü, Kindermenü einfach komplett weggehauen. Also das kommt auch nicht oft vor, aber er scheint wirklich richtig Hunger gehabt zu haben. Das ist einfach weggehauen. So, wir sind jetzt fertig mit dem Essen, haben bezahlt und hat jetzt 2300 Yen gekostet für uns beide. Das ist voll in Ordnung, denke ich. Und machen uns jetzt wieder auf den Weg zum Spielplatz, denn wir haben noch nicht 2 Uhr. Wir haben noch eine Stunde Zeit und da kann er dann noch spielen, bevor wir ein paar Einkäufe machen. Wieder Zeit für ein bisschen Real Talk, würde ich sagen, Leute. Ich sehe hier so viele Eltern, ja, sowohl Mütter wie auch Väter, heute relativ viele da, obwohl wir mitten in der Woche haben. Ich weiß nicht, gestern war auch so voll die Stadt, vielleicht irgendein Feiertag, von dem ich nichts mitbekommen habe. Aber es ist einfach schön zu sehen, ja, dass Leute auch Zeit in Kinder investieren, in Familie. Denn ich persönlich finde auch, Familienzeit ist irgendwo die schönste. Ja? Also ich meine, klar, in der heutigen Gesellschaft, wir werden immer darauf getrimmt, wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, ne? Wir sind busy und gerade in Japan trifft das natürlich auch sehr zu. Die Leute hier arbeiten viel, sind sehr beschäftigt und ich meine, ich bin auch jemand, der gerne und viel arbeitet. Aber am Ende des Tages, als ich darüber nachgedacht habe, als Louis auch geboren worden ist, was mir wichtiger ist, habe ich ganz klar mich für die Familie entschieden und gesagt, ich möchte Zeit mit meinem Kind verbringen, Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich möchte zwar auch viel arbeiten und irgendwas in der Welt hinterlassen und anderen Menschen mit den Videos hier vielleicht helfen und all dem, was ich mache, aber am Ende des Tages, wenn man mit der Familie keine gute Beziehung hat, mit seinen Kindern nicht gut gestellt ist, mit seiner Frau, seinem Mann, wie auch immer, dann bringt einem auch all die Arbeit, das Geld, was man eventuell verdient und so, das bringt einem am Ende auch nichts. Und es ist einfach schön, hier zu sein, zu sehen, dass es eben auch Eltern gibt, ne, die Kinder in die Welt setzen hier. Ich meine, klar, es ist nicht immer alles einfach, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne, Kindererziehung ist nicht immer einfach, aber Kinder geben einem mehr, als sie einem nehmen. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Und es ist einfach nur wunderschön. Deswegen, ja, gerade in so einem Land wie Japan auch, Geburtenrate ist ganz weit unten, wisst ihr vielleicht, immer weniger Leute bekommen Kinder. Ist es schön zu sehen, dass es doch noch Menschen gibt, die sich für eine Familie entscheiden und dann wirklich auch die Zeit investieren und sich um die Kinder dann auch kümmern. Mal wieder ein wenig philosophischer, aber so sehe ich das Ganze. Ich finde es einfach immer wieder schön. Der Spielplatz hat jetzt für eine Stunde geschlossen und wir machen das hier, Leute. Schaut euch das an, das ist von Shimashiro. Da gibt es 4 kleine Rätsel, 4 kleine Aufgaben, die man machen muss. Wir haben die beim letzten Mal schon gemacht. Das heißt, wir kennen die Antworten noch. Und wenn man die Antworten richtig hat, bekommt man so einen Aufkleber von eben diesem Charakter hier. Shimashiro heißt es, so ein kleiner Tiger. Sehr, sehr beliebt und bekannt bei japanischen Kindern. Diese Serie und dieser Charakter. Und das machen wir jetzt nochmal, damit wir noch eins von diesen Aufklebern bekommen. Ne, Louis? Kennst du die Antworten noch? Ja. Ja, weißt du noch? Da müssen wir jetzt mal machen, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir recht haben.
Normalerweise hier überall in der Shopping Mall verteilt stehen solche Ständer, auf denen dann die Rätsel drauf sind. Die muss man eigentlich finden und das machen. Aber wie gesagt, wir haben das beim letzten Mal schon gemacht, deswegen wissen wir das. Hier sind jetzt auch nochmal die Rätsel drauf in ganz klein. Louis, welche machen wir auf? Welcher Roboter war das? Erinnerst du dich? Welcher Roboter? Den? Ja, dann mach mal auf. Mach mal den richtigen auf. Ja, richtig. Die Medaille, das ist richtig. Ja, das machen wir jetzt. Dann geben wir das ab und dann zeige ich euch gleich noch den Aufkleber. Wir haben jetzt alle Felder geöffnet. Jetzt müssen wir die nur noch zur Rezeption bringen. Wir haben jetzt den Aufkleber bekommen. Müssen den nur aufmachen. Louis, wo macht man den? Ah, hier machen wir den auf, ne? Machen wir auf. Oh, Shimajiro bekommen. Ja, Mann, den besten. So sieht er aus, Leute. Das ist der Shimajiro-Sticker. So muss das sein. Außerdem haben wir noch beim Caldi hier diese Pasta-Snacks geholt. Fried Pasta-Snack. Die sind mega, mega gut, Leute. Mit schwarzem Pfeffergeschmack. So gut einfach, ne? Und Noddy haben wir auch gekauft, Louis, ne? Noddy haben wir auch noch gekauft. So, jetzt können wir gleich wieder zum Spielplatz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Deswegen sind wir noch zum Starbucks. Louis hat auch seine Snacks hier mitgenommen. Ist natürlich immer schwierig bei Kindern mit den Süßigkeiten und so, ne? Wir haben so ein bisschen die Politik, dass wir es nicht verbieten, aber auch darauf achten, dass es überhaupt nicht zu viel wird. Er denkt die ganze Zeit, Mama fährt im Aufzug, dabei ist Mama Haare schneiden. Aber das habe ich ihm eigentlich auch gesagt und Mama auch. Er denkt die ganze Zeit, Mama fährt im Aufzug. Aber ja, es ist immer schwierig, deswegen haben wir so ein bisschen die Politik. Wir begrenzen das, aber verbieten es ihm nicht komplett, denn verbieten ist in der Regel ja auch nicht gut. Dann irgendwann explodiert das Ganze, weil sie einfach zu sehr wollen und so. Deswegen ein Leben mit Süßigkeiten. Das muss schon sein, denke ich auch. Und ich meine, ich hau mir auch den Kuchen hier rein. Ne, Louis? Schmeckt gut? Ja, lecker, sagt er. So muss das sein. Ich bin fertig mit dem Friseur und hier ist die neue Friseur. Wie findet ihr? Wir sind jetzt wieder raus von dem Spielplatz, war noch eine halbe Stunde da, aber seht euch an, Louis ist ziemlich fertig. Ich glaube, ich habe ihn gut müde bekommen. Ich bin auch ziemlich fertig. Es war auch ein Regentag heute, da ist die Stimmung sowieso immer so ein bisschen gerückt. Ich habe versucht, euch ein bisschen vom Tag zu zeigen. Es war nicht ganz so einfach, weil ich natürlich vor allem auf Louis gucken musste. Deswegen habe ich einfach da aufgenommen, wo es ging und wie es ging. Ich hoffe aber einfach trotzdem, dass ihr einen kleinen Einblick gewinnen konntet, wie so ein Tag hier mit Louis zusammen aussehen kann. Und vielleicht auch ein bisschen was über japanische Shopping-Malls und so lernen konntet, was hier alles so gibt, wie das mit dem Essen funktioniert. Er hat sein kleines Auto vom Mittagessen dabei. Und falls ich euch da so ein bisschen was rüberbringen konnte, würde mich das natürlich freuen, aber ich weiß es nicht. Mal ein klein wenig anderer Vlog. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es eine Menge Links, über die ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt. Japanische Online-Kurse, Rabattlinks, alle in der Videobeschreibung, mein Buch und noch vieles mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Vielen Dank an die Unterstützer der Nihongo Vlogs, ohne die diese Videos hier überhaupt gar nicht möglich wären. Dirty Harry-san, Teresa Maria Christan-san, Mukaden-Tenno-san, Stiefelknecht-san, Nicole-san, Seawolf-san, Hangman-san, Klausi Klaus-san, Andrea-san, Hessen-Metro-san, Trojan-Frog-san, Michaela-san, Domme-san, Stephanie K.S.-san, Cardogan-san, Michael H.-san, Bananafisch-san, Chopper-san, Siegfried Lange-san, Ingemar Gran-san, Sven-san. Hontoni arigatou gozaimasu.